Direktor Brandner, die Vision der ORF-ON-Entwicklung, vielleicht nur in ein paar kurze Worte. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, vor ein paar Jahren ORF.at zur multimedialen Plattform auszubauen. Dieses Projekt beinhaltet als wichtigsten Punkt die TVTEC, die im Jahr 2009 ans Netz gegangen ist. Dies ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Vernetzung von Fernsehen und Online, sondern auch eine Serviceplattform für das Publikum, die Sendungen sich noch einmal ansehen will oder auch Sendungen, die versäumt wurden, auch einfach noch einmal konsumieren will. Das ist aber auch ein Beitrag zur Absicherung der Marktführerschaft von ORF.at. Wir sind ja im Medienbereich die klare Nummer 1 seit vielen Jahren. Ich glaube aber, gerade wenn man Marktführer ist, gerade wenn man auch Nummer 1 ist, dass es immer sinnvoll und gut ist, wenn man sich weiterentwickelt. Betrifft also einerseits den ganzen multimedialen Bereich, aber andererseits werden auch Seiten laufend gerelauncht, barrierefrei gemacht und so wollen wir unsere starke Position auch in Zukunft erhalten. Das Stichwort ist Nachhaltigkeit, das was Sie durch Ihre Projekte erreicht haben. Gibt es jetzt die Möglichkeit, trotz der rechtlichen Einschränkungen Freiräume in der Entwicklung noch zu nutzen? Naja, wir haben einmal das, was sehr positiv zu bewerten ist, wir können einen umfassenden, thematisch breites Internetangebot weiterhin erhalten. Also wir können über alle relevanten Themen und müssen sogar über alle relevanten Themen aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Regionales, Sport berichten. Es ist natürlich so, dass jedes neue Angebot ein Angebotskonzept voraussetzt, wo die Behörde dann prüft, ob dieses neue Angebot den österreichischen Online-Markt verzehrt, ob es den ganzen Regulativen entspricht. Ich bin daher sicher, dass wir auch in Zukunft die Möglichkeit haben, unsere ORF-Online-Plattform auch entsprechend weiterzuentwickeln. Die bisher gezeigten Leistungen, nämlich dass wir vor allem in Zeiten, wo politisch, aber auch in der Welt sehr viel passiert, hier die klare Informationsplattform Nummer 1 ist, das ist schon sehr, sehr positiv. Und wir werden auch die TVTEC, die jetzt bereits 100 Sendungen zum Abruf bereitstellt und 50 Sendungen als Livestream anbietet, immer wieder weiterentwickeln. Herr Direktor Brandner, Sie sind gerade wieder neu bestellt worden mit einem erweiterten Wirkungsbereich. Können Sie ein bisschen in die Snackkästchen schauen lassen, was ist so in der Hexenküche noch drinnen? Also ich muss korrigieren, ich bin nicht neu bestellt worden, sondern wieder? Mein Vertrag als Online-Direktor läuft mit Jahresende aus. Und es wird dann die technische Direktion mit der Online-Direktion fusioniert. Und ich werde dort weiterhin führend für den Online-Bereich zuständig sein. So ist es. Und ich habe daher die Möglichkeit bekommen und werde sie bekommen, auch in den nächsten 5 Jahren diese wichtigen Bereich online neue Medien auch zu leiten. Und das ist schon auch eine große, große Herausforderung. Bitte. Ich danke Ihnen herzlich. Sie müssen aufgeben.